Na ja, gut, erstmal die Verfügbarkeit von Daten, ne, die es natürlich auch im Lokalen gibt. Das haben wir gemerkt, als überall in Deutschland und international Datenjournalismus-Projekte aus dem Boden gestampft wurden und sich entwickelten. Und dann haben wir festgestellt, ja, guck mal an, es gibt auch im Lokalen Daten von der Stadt, vom Land. Können wir die nicht auch aufbereiten? Wird uns das nicht auch helfen, Geschichten zu erzählen, Informationen zu vermitteln? Ja. Und dann war irgendwann die Antwort, ja, das geht. Lasst uns doch einfach mal ausprobieren, wie wir das umsetzen können. Gut funktionieren einfache Sachen, Google-Karten, Google Maps. Ne? Wir haben auch mit so Google Charts dann experimentiert und das war relativ einfach. Dann haben wir es versucht mit dem Programm Google Fusion Tables und da muss man sagen, so, wenn man da nur alle 6 Wochen mal reinguckt, weil man irgendwas visualisieren will, dann ist das echt schon schwierig und das hat uns ab und an auch das Genick gebrochen. So, manchmal hat uns das Genick gebrochen, dass wir nicht an Rohdaten gekommen sind, ja, dass es irgendwelche Daten nur schon visualisiert gab, dass es von Behörden schon irgendwelche Charts gab und die uns aber nicht die Rohdaten zur Verfügung stellen konnten. Das war dann Überzeugungsarbeit. Wir haben noch nicht mal eine Online-Redaktion, wenn man so will. Ja, wir haben vor Jahren angefangen, unsere damaligen Print-Redaktionen weiterzuentwickeln, umzubauen in Multimedia-Redaktionen oder einfach in Lokalredaktionen, die alle Kanäle bespielen. Klar, man muss sich das woanders vielleicht abknapsen, man muss das gut planen, man muss bei der Vorbereitung beispielsweise von Serien im Vorfeld schon überlegen, gibt es dazu Daten, macht Sinn, Daten aufzubereiten dazu und dann findet man allermeistens ein Zeitfenster und kann sich auch kümmern und kann das umsetzen. Insgesamt arbeiten knapp 20 Kolleginnen und Kollegen hier in unserer Dortmunder Lokalredaktion. Wir haben 2, 3 Online-Spezialisten, sagen wir mal, die auch jeden Tag sich ums Netz kümmern und die haben Lust und hatten Lust, sich in das Thema Daten reinzufuchsen. Die haben das gemacht. So, dieses Schulbeispiel, das Schuldatenpaket hat ein Kollege gemacht. Ich finde, das ist es absolut wert und wir haben es seitdem immer wieder gemacht und es ist noch viel mehr Alltag geworden als zu der Zeit, als wir dieses Schulspecial gemacht haben. Klar, ich sag mal so, wenn ich vor der Entscheidung stehe, ob wir zu morgen nicht mit unserer Printausgabe erscheinen, ja, und zigtausende zahlende Abonnenten irgendwie nicht beliefert werden, dann muss ich sagen, okay, dann können wir uns heute nicht ums Thema Daten kümmern, ne, dann versuchen wir es morgen nochmal. Ansonsten finde ich, muss man da rein investieren. Ich meine, das ist die Zukunft, nicht nur Daten natürlich, aber das ist eine gute Aufbereitung und wenn man mal ehrlich ist, ist das ja für uns Journalisten ein wunderbarer Weg, Zahlen und Daten zu transportieren und Geschichten zu erzählen. Und daraus sind dann auch Sachen entstanden, dass beispielsweise die Daten der Landesregierung, was das Thema Schulen anging, anders waren als die städtischen Daten. Also da gab es eine Diskrepanz. Da hat sich jemand beschwert und gesagt, stimmt doch alles gar nicht. Und dann haben wir festgestellt, guck mal, das Land hat andere Daten, andere Zahlen zur Dortmunder Schullandschaft als die Stadt Dortmund. Auch schon wieder eine Geschichte.